geh heim. Minister Schäuble, geh heim. Geh heim und nerv doch die Lieben daheim. Seit wie vielen Jahrzehnten redest du jetzt schon auf uns ein? Geh heim. Du machst dich morgens fertig für den Bundestag und gehst da immer wieder hin, obwohl dich keiner mehr mag. Du wirkst traumatisiert und gar nicht souverän. Sudoku spielen kann man doch auch zu Hause ganz bequem. Geh heim, Minister Schäuble, geh heim. Geh heim und lass die Griechen allein. Was die schon jetzt von dir halten, das halten die besser geheim. Drum geh heim. Gesellenbrief von dir steht, du bist Volljurist. Wie kann es denn wohl sein, dass du Finanzminister bist? Oh Rettungsschirm, oh Rettungsschirm, oh Rettungsschuss. Die Frage ist dir, wer von wem gerettet werden muss. Geh heim, Minister Schäuble, geh heim. Geh heim und lass auch die Spanier allein. Wenn du Gutes für die tust, dann geh heim, geh heim. Geheim bleiben soll Geldschöpfung und Schuldsystem. Der Zinseszins, der potenziert den Wohlstand ganz bequem. Wenn jeder Staat, jedes Land und jede Stadt verschuldet ist, dann fragt man sich, wer Nutzen davon hat. Geheim, Geheimdienste dienen geheim. Geheim, Geheimdienste dienen geheim. Doch wem die Geheimdienste insgeheim dienen, tja, das bleibt geheim. Und wir in Deutschland sind absurd. Und wir in Deutschland sind absurd. Und wir in Deutschland sind zu keinem Zeitpunkt mehr, zu keinem Zeitpunkt mehr, seit dem 8. Mai 1945. Und wir in Deutschland sind 45, zu keinem Zeitpunkt mehr, zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Das bleibt geheim. Das bleibt geheim. Der Sinn und Zweck bleibt stets geheim. Geheim gehalten wird Sinn und Zweck doch nur vom Hula Hula geht Wissensdurst nicht weg. Im Grunde, Schäuble, bist du manchmal leicht zu verstehen. Die BRD war halt zu keinem Zeitpunkt souverän. Jetzt hast du dich verplappert, jetzt ist es soweit. Jetzt sag uns noch, für wen arbeitest du die ganze Zeit? Geheim, geheim, Gesellschaft, geheim. Gesellschaften halten geheim. Sie wollen nur Gutes für die Menschheit und genau das halten sie gut geheim. Ja, wenn man Gutes tun will, dann hält man das am besten ganz streng geheim. Was ich jetzt Gutes für euch tun kann, ist, ich halte die Klappe und geheim.